Hey ihr Palisadenfreunde, willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Es geht weiter mit New Eden und den Missionen dort. Wir haben uns ja jetzt bewiesen, dass wir das Feuer zum Brennen bringen. Und er hat einen richtig scheiß Vokuhila. Aber gut. Eine Ungläubige ist eine Sünderin. Eine Ungläubige weiß nichts über unser Leben. Eine Ungläubige hat unsere heilige Flamme wieder entzündet. Wir brauchen Joseph. Er befreit uns von der Sünde. Der Vater erteilt der Sünderin Absolution. Schickt die Sünderin nach Norden. Familie von New Eden, ihr habt in eure Herzen geschaut und glaubt wirklich, dass diese Sünderin unseren Vater suchen soll? Ja. Ganz genau. Der Vater ist den Sündern gnädig. Schließlich sind wir alle seine Kinder. Bereitet das Sakrament vor. Da ist jemand neidisch. Der Vater führt uns in diesem Moment. Sie soll trinken. Bitte. Der Sünderin wird gestattet, nach Norden zu pilgern. Sie wird den Vater zurückbringen. Gelobt sei Joseph. Amen. 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 So kannst du die Grenze übertreten, ohne zu sterben. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann verstehen sie endlich, dass ich ihr Prophet bin. Und du bekommst deine Hilfe. Wir kriegen beide, was wir wollen. Wir zeigen dir den Weg. Boah, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Das war bestimmt hochkonzentriertes Bliss. Ja, Ethan, Pfeife. Du bist ein bisschen eifersüchtig, ich hoffe, oder? Du bist bereit, sofort aufzubrechen. Ja, gleich. Erstmal die Vorteile ganz kurz checken. Was habe ich denn hier? 14 Punkte! Okay, wir nehmen mal die nächsten Takedowns. Peng. Dafür brauche ich Prosperity auf Stufe 3. Ja, Fahrzeug repariert sich langsam von selbst. Nehmen wir auch das. Ja, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Noch nicht. Was haben wir denn hier? Suche nach dem Vater. Ich verließ die Kirche und... oder ich verließ eine Kirche und kehrte zurück, um eine Ruine vorzufinden. Aber ich weiß, dass die Familie irgendwo überlebt hat. Wenn das jemand liest. Ich bin nach Süden gegangen. Ich suche nach dem Vater. Ethan hat überlebt. Aber ich werde immer kränker. Ich glaube, es liegt an der Strahlung. Keine Ahnung. Bitte kommt und sucht nach uns. Es ist doch... was? Er ist doch noch so klein. Megan. Wer ist noch so klein? Dein Kind? Notiz eines Auserwählten. Alles hat sich so schnell verändert. Die Welt, der Vater, sein Weg für uns. Ich habe überlebt, preiset den Vater, in einem kleinen Bunker. Nach Monaten kam ich in einem kleinen Boot her, um zu beten und fand andere. Sie sagten mir, wir wären durch das Tor nach Eden marschiert und ich müsste mein Boot und meine Waffen aufgeben. Jacob hätte gelacht, aber er ist nicht hier. Oh, Entschuldigung. Die anderen Auserwählten gaben mir einen Bogen. Wir ziehen jetzt los, um weitere Überlebende zum Vater zu bringen. Wenn du das liest, lass die Sünden der Vergangenheit hinter dir und komm zu uns. Nee, lass mal. Ich habe jetzt mal meine Waffen getauscht. Ich habe jetzt mal... noch etwas mitgenommen. Oh. Vorsicht. Ich habe jetzt mal eine neue Gun mitgenommen hier, so eine neue Sawblade Gun. Was? Ach, sprich mit Ethan. Na gut. Du bist... ich würde gerne wissen, wer das ist. Zu erklären. Ob wir das rauskriegen? Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden. Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Wir geben dir einen Bogen. Benutze Brandpfeile, um die Feuer zu entzünden. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Nun geh. Mit meinem Segen. Okay. Ich glaube, ich lasse Sniper dafür da. So. Huh. Alles klar. Brandpfeile.
Kommst du mit? Der kommt nicht mit, der atmet einfach nur. Oh ja, das ist die Kirche. Warum müssen die Missionen immer so komisch und unheimlich sein hier? Ich glaube ja, dass Joseph doch lebt. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Das wäre ein bisschen zu einfach, oder? Was? Nein, ich will da lang. Was macht das Boot auf einmal? Ach so, das sind keine Geysire, das ist die Wand. Da darf ich nicht durch, ja? Oder hätte ich nicht durchkommen sollen, aber jetzt kann ich durch, wahrscheinlich. Ah, ist das das Feuer? Also solche Feuer soll ich entzünden? Hey, na? Ich auch. Ich brauche nachts nur ein ruhiges Herz voll von Joseph. Ach, warte, soll ich jetzt doch im Boot bleiben? Na gut. Ich dachte, ich soll jetzt aussteigen. Du bist hoffentlich kein falscher Messias. Ja, wer weiß. Wir müssen jetzt die Verteidigung aufbauen, bevor es zu spät ist. Das sagst du. Oha, ich will da gar nicht durchfahren. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Boah, krieg die volle Dröhnung Bliss. Nicht gut. Feuer schützt dich vor dem Bliss. Ganze Zeug hier. Oh nein. Headshot. Oh Mann. Das Tor. Krieg ich das Tor auf? Weil es hier aussieht. Das ist so fies einfach. Alles so seltsam kontrastiert. Ah, guck mal, ich habe noch andere Sägeblätter mit Magneten. Ah, das Rad sieht doch gut aus. Kann ich damit das Tor öffnen? Das ist echt gefährlich. Notiz von New Eden. Mehr Arbeiter haben seltsame Träume. Dieser komische Nebel macht die Leute krank, dass sie nicht weiterarbeiten können. Aber das Tor ist fast fertig. Ein Bruder ist besonders aufgewühlt. Er sagt, wir müssen uns beeilen. Ich werde ihm empfehlen, sich ausgiebig mit den Priestern zu unterhalten, wenn wir zurückkommen. Ich bin sicher, dass er sündige Gedanken hat. Er ist älter und hat viel von der früheren Welt gesehen, deshalb ist er prinzipiell verdächtig. Joseph will sicheren Zugang zu der Zuflucht im Norden und er will, dass wir die Tore errichten. Das reicht für mich. Also sollte es auch für ihn reichen. Aha. Hier schwimmen, das ist gefährlich. Ja. Schwimmen darf ich wohl. Die Fackeln alle singen. Hört sich zumindest so an. Hey. Oh, Fische. Ups. Hab ich ihn kaputt gemacht?
krass das aussieht. Ich hoffe ehrlich gesagt sogar noch so ein bisschen, dass Joseph noch lebt, weil Ethan ist bestimmt kein besserer Vater als er. Oh nein. Da oben ist das Feuer, komm schon. Ja gut, so viel Schaden macht das ja nicht. Das geht schon. Perfekt. Nein. Doch. Hey, ich hab das Feuer getroffen. Oh, was ist das denn? Ekelhafter Fisch. Oh, guck mal. Voll erwischt den Fisch. Tigerfisch. Tigerfisch-Saison. Da ist schon wieder. Der Eiche, was? A und G. Achso, das heißt für die Begleiter. Ich habe keinen Begleiter dabei aktuell. Oh, ist das hier verrückt. So wild hier. Nicht schon wieder. Was ist das Signalfeuer? Wow. Mach mich nicht verrückt, bitte. Da. Oh. Ich sollte das beruflich machen. So Wikinger-Begräbnisfeuer entzünden oder sowas, versteht ihr? So ein bisschen Feuer schützen könnte. Vor dem Bliss. Oh Gott. Gruselig. Diese Elche hier. Wow. Ah, schon wieder. Überall dieser Schmarrn. Begib dich zum Tor von Yuiden, okay, aber was ist hier das Leuchtfeuer? War ich hier nicht schon mal? Das sieht so bekannt aus. Ey. Wow! Nein, nein, nein! Ah, du Kackvieh! Die ganze Zeit am Boosten ist. Oh Mann. Muss ich mal ein bisschen Papierchen schlucken. Ach, da ist es ja. Oh.
stirb! Krass. Bautagebuch. Tag 47. Die Arbeiten geht gut voran. Die Arbeiter beschweren sich immer öfter über schlechte Träume und Beschwerden. Aha, die beschweren sich über Beschwerden. Mir fiel auf, dass die wenigen Auserwählten, die das Geschenk erhalten haben, weniger stark betroffen sind. Dasselbe gilt für die, die nachts in der Nähe der Heiligen Flamme arbeiten. Diese Information wird Ethan sicherlich helfen, aber ich zögere sie ihm mitzuteilen. Der Norden ist ein schwieriges Thema. Ich werde es wohl lieber einem Priester erzählen und ihm überlassen, ob er es Ethan sagen will. Ah, Mist, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, erste Hilfepäckchen kann ich mir gar nicht basteln, oder? Mist. Oh. Ah. Die Sägeblätter kann ich mir zurückholen. Sehr schön. Nehmen wir die abprallen, denn ich glaube, die sind hier ein bisschen besser geeignet vorbei. Die magnetischen sind, glaube ich, nur dafür da, dass man sie weiter fliegen lassen kann, indem ich den Schuss auflade. Okay, ich gehe mal das Tor öffnen. Oh. Snake. Ich würde nicht durch dieses Wasser hier schwimmen, ganz ehrlich. Aber was willst du machen? Dass das Feuer hier so klingelt, das ist voll seltsam. So, wie weit geht's denn noch nach Norden, bitte? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oha. Aber ich glaube, wir sind ziemlich bald am Ende der Reise. Das ist da oben also Joseph und nicht die Zwillinge, ja? Oh, und schon wieder. Was ist das nächste Feuer? Ah, nee, das... Okay. Das müssen sie gleich kotzen. Ist das die riesige Statue, der Kopf von Joseph, was noch übrig ist? Eieiei. Oh Mann. Da hat er sich zurückgezogen. Ich meine, hat Joseph einfach keine Lust mehr auf die ganze Gemeinschaft? Oder warum ist er hierher gegangen? Warte mal, es geht immer noch weiter. Oh nein. Er ist ja gut jetzt. Ich muss das Boot drehen. Stellt sich aber ein bisschen an wegen diesem Gliss. Musst du nicht alles einatmen? Kannst du mal die Luft anhalten? Jetzt bald geschafft. Muss mal ganz kurz nachsehen. Ja, da vorne ist endlich das Ziel, glaube ich. War auch lang genug, die Reise. Mit dem Boot. Ups. Wow, was ist hier los? Da vorne noch ein Feuer. So aus, oder? Letzte Feuer. Nee, ist kein Feuer. Da ist Feuer. Getroffen? Oh. Oh Mann. Wow. Jetzt sieht doch alles normal aus hier. Also, so weit wie es halt normal ist.
Ruhig bleiben, Tiger. Kätzchen. Ich sag ja, er ist nicht tot. Das wäre ein bisschen zu einfach, oder? Oh, Josephs Zuflucht. Hat auch wieder eigene Komponententeile. Natürlich lebt er. Ich tat alles, worum ich gebeten wurde. Ich brachte Opfer. Mich selbst. Meine Familie. Ich führte uns in die neue Welt. Ich dachte, sie würde wunderbar sein. Ich lag falsch. Ich habe so lange gewartet, bis jemand kommt. Ich begann zu verzweifeln. Dein Gesicht. Gott zeigt es mir in einem Traum. Ich wusste, du würdest kommen und alles richtigstellen. Damit alles genauso ist, wie es sein sollte. Ich wusste, du bringst die Erlösung. Du suchst Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, das kann nur Gott. Aber er hat einen Plan für dich. Bitte, komm mit mir. Nochmal, wir wissen eigentlich, dass dieser Typ hier die Apokalypse herbeigeführt hat, ja? Er hat das alles hier verursacht. Des reinigenden Feuer erkannte ich den Weg, den er uns bereitet hatte. Und ich wusste, was zu tun sein würde, wenn wir das neue Paradies betreten. Komm, pfeif auf die Texte jetzt. Als die Menschheit aus den Bunkern kam, sammelte ich meine Herde und führte sie auf einen neuen Weg. Wir würden alles ablehnen, was mit der alten Welt zu tun hatte. Und eine neue Gesellschaft erschaffen, die nur von dem lebt, was das Land ihr gibt und nie mehr als nötig nimmt. Als die härtesten Jahre des dunklen Winters kamen, verzweifelte ich. Und in der Verzweiflung fand ich unsere Erlösung. Diesen Baum. Seine Frucht ist ein Geschenk Gottes, das meiner Familie die Kraft gab, den Hunger und die Pestilenz zu überstehen. New Eden blühte auf. Wir erschufen ein Paradies auf Erden. Doch es war nicht von Dauer. Dafür hat diese Heuschreckenplage gesorgt. Diese Highwaymen verkörpern alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Ihre Seelen sind verdorben, krank. Aber du bist anders. Ich glaube, deine Seele ist würdig. Okay. Wenn er jetzt so lange alleine war, dann ist er bestimmt auch ein bisschen verrückt. Also noch verrückter als vorher geworden. Ja, ist ein Bär. Ziemlich gruseliger Bär. Oha, das ist der Staudamm, der Alte. Da ist wohl niemands Land, hä?
der Baum und die Äpfel, ja? Ach komm. Das ist die Hilfe, die du gesucht hast. Der Apfel der Erkenntnis. Gottes Geschenk an uns. Das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Reinige deine Seele. Seele rein ist, dann hat Gott dich wahrhaft gesandt und ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben, aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Höre auf meinen Rat, sonst wirst du nicht überleben. Oh, ist er jetzt auch immer doch der Gute, oder wie, Joseph, ja? Oh, finde die Bestie. Ich muss mich selber finden und mich selbst hinrichten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das creepy? Hilf deine Bestie da, wo sie am schwächsten ist. Am Bauch. Deine Bestie nicht im Dunkeln bekämpfen. Ja. Schon wieder. Das Feuer reinigt die Seele.
Rennt nicht. Oh, meine Güte. Entfessle die Macht, die dich durchsteuert. Oh. Jetzt mit Fäusten oder was? Oh, ich box das Bärchen. Wow, ist er jetzt unser Senpai oder was? Oder Sensei? Darf nicht erlaubt werden, an dem Wunder teilzuhaben. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Wir dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Du wirst die Hirtin meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Oh je, jetzt sollten wir die neue Anführerin von New Eden sein. Ich weiß nicht, ob das so gut wird. Vor allem, dieser Ethan, der ist bestimmt sauer. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Und... Vater! Ethan! Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat ihre Seele geprüft und sie ist gut und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass diese Fremde unsere Hirtin ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. So. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Aber Ethan geht es nicht darum, dass er irgendwie die Erlösung findet, sondern eher darum, dass er Macht hat. Das ist ihm total egal. Oh mein Gott, jetzt sind wir auch noch hier in der Basis mit involviert. Es wird immer besser, Leute. Danke fürs Zusehen erstmal. Danke fürs Liken und Kommentieren an der Stelle. Wir sehen uns dann wieder.
Wenn wir dem kleinen Bratzen-Jungen Ethan in den Arsch treten wahrscheinlich, weil ich wette, der wird da aufbegehren gegen seinen Vater. Hundertprozentig wird er das. Aber ich wollte, was machen wir jetzt mit Prosperity? Ja, geh mal klettern, Timber. Alles gut. Leute, wir sehen uns. Danke und tschüss. Bis Far Cry New Dawn.